Zu einem ungewöhnlichen Zweikampf trafen sich der Lamborghini Reventon und das Kampfflugzeug Panavia Tornado. Es galt zu klären, wer ein Beschleunigungsduell für sich entscheiden könne. Der Supersportwagen oder der Kampfjet der italienischen Luftwaffe. Eine gewisse optische Nähe der beiden Technikwunder ist deutlich. Schließlich hatte der Panavia Tornado mit seiner martialischen Formensprache für das einzigartige Design des Reventon Pate gestanden. Pilotiert wurden beide Hightech-Maschinen von ausgewiesenen Profis. Der Tornado von einem erfahrenen Piloten der italienischen Luftwaffe, der Reventon von einem langjährigen Testfahrer von Automobili Lamborghini. Platz für das Beschleunigungsduell bot die 3 Kilometer lange Startbahn des Militärflughafens Gedi bei Brescia, der Heimat der 6. Staffel der italienischen Luftwaffe. Aus dem Stand hatte der Tornado keine Chance. Beim ultimativen Shootout behielt der Lamborghini seine kantige Front lange vorn. Gegen die schiere Kraft des Zwölfzylinders und die überlegene Traktion des Allradantriebs kamen auch die beiden Turbinen des Jets samt ihrer Nachbrenner zunächst nicht an. Und als der Kampfflieger aufgeholt hatte, konnte er seine Räder nicht mehr auf dem Boden halten und schwebte über den 340 Stundenkilometer schnellen Reventon hinweg. Aus dem Stand katapultierten die 650 PS des 6,5 Liter großen Zwölfzylinders den Reventon derart voran, dass das Flugzeug keine Chance hatte. Mit seiner Beschleunigungszeit von nur 3,4 Sekunden von 0 auf 100 war der Lamborghini Reventon dem Tornado deutlich überlegen. Natürlich ist der Supersportwagen wesentlich leichter als der Jet. Dank seiner Kohlefaser-Außenhaut wiegt der Reventon nur rund 1660 Kilo, während das Startgewicht des Tornado bei rund 20 Tonnen liegt. Dafür besitzen die beiden Turbinen bei aktivem Nachbrenner die enorme Schubkraft von jeweils rund 7400 Kilopond. Und damit holte der Tornado den Reventon doch ein. Unentschieden also beim Showdown dieser Hochleistungsmaschinen. Der Lamborghini Reventon ist die ultimative Fahrmaschine aus Santa Gata Bolognese. Und er ist höchst exklusiv. Nur 20 Exemplare werden im Laufe des Jahres 2008 für Kunden gebaut. Dabei ist jedes einzelne längst verkauft, zum Preis von 1 Million Euro zuzüglich Steuern. Die reiche Historie der Marke ist damit um einen höchst begehrten Klassiker der Zukunft erweitert.